Die Hinspielniederlage der Dessauer. Am Sonntag ließen die Doppelstädter schon in der Aufstellung keinen Zweifel daran, etwas gerade rücken zu wollen. Zwar fehlte Oliver Lindner, dafür waren mit Lukas Krug, Chris Ahlisch, Daniel Schmidt und Martin Danowski gleich vier Spieler der ersten Mannschaft an Bord. Als Spielmacher sprang Thomas Kirchstein ein und Alexander Schenke gab nach langer Verletzungspause sein Comeback. Wolfen setzte auf Unterstützung von draußen. Ein stattlicher Anhang hatte den Weg in die Anhalt Arena auf sich genommen und sorgte für Heimspielatmosphäre für die Gäste. Auf dem Platz ließ sich Wolfen von der offensiven 3-3-Abwehr nicht überraschen. Vor allem Raik Baumbach fand immer wieder Lücken und setzte seine Mitspieler in Szene. Die Hausherren verteilten gleich zu Beginn Gastgeschenke und so lief der DRHV 2 in eigener Halle einem Rückstand hinterher. Bis zur Pause kämpfte sich Dessau-Roßlau zurück ins Spiel. Der Lohn ein 15:15 Unentschieden. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Hausherren das Geschehen. Wolfen musste dem hohen Tempo der ersten 30 Minuten Tribut zollen. Nur zweimal gelang den Gästen der Ausgleich. Danach zog der DRHV davon. Am Ende feierte Trainer Steffen Thiede mit seiner Mannschaft einen 31:25 Erfolg. Ja, die Jungs haben aufopferungsvoll gekämpft, haben die Scharte aus dem Hinspiel wieder gut gemacht und das ist das, was wir erreichen wollten. Ja, wir haben über die Saison jetzt viele Verletzungsprobleme und konnten dadurch eigentlich nur noch die Saison retten mit Anschlusskadern der ersten Mannschaft, was wir in den letzten Spielen auch optimal genutzt haben und dadurch jetzt auch auf den 6. Platz gerutscht sind. Und, Damit bin ich zufrieden. Wenn wir das Spiel jetzt mit der Hinrunde vergleichen, wo lagen die Unterschiede? Die Unterschiede lagen meiner Meinung nach darin, dass gerade die Anschlusskader, die auch im Hinspiel dabei waren, ihr volles Leistungspotenzial abrufen konnten und auch abgerufen haben. Ja. Dass nicht alles glatt läuft, ist völlig in Ordnung, also für mich, weil wir in solcher Konstellation auch wenig zusammen trainieren und von der Seite her bin ich da zufrieden, weil wir da auf diese Leute eben brutal angewiesen sind, dass die das voll abrufen. Ja. Wir haben heute erstmalig mit einer bisschen offensiveren Deckung angefangen oder auch punktuell gespielt, weil wir in den vorangegangenen Spielen zu viele Tore bekommen haben. Heute eigentlich meiner Meinung nach auch wieder zu viele, was wirklich punktuell auch aufging. Ja. Damit bin ich erstmal zufrieden, weil wir das erste Mal so gespielt haben. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir die nächsten Spiele gestalten. Und, ansonsten war es ein ordentliches Sachsen-Anhalt-Liga-Spiel. Ja, auf beiden Seiten wurde wirklich gekämpft bis zum letzten. Ja, viele kleine Szenen. Richtiges Spiel ist für Wolfen dann in dem Moment, wenn wir so offensiv denken, natürlich nicht zustande gekommen. Also, sie mussten viel ins Klein-Klein. Das ist auch das, was ich damit erreichen wollte. Ja, ja. Ja, das Spiel dauert eigentlich für uns nicht so lange, wie wir es bräuchten, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben danach einen Kraftverlust, ganz eindeutig. Und Dessau 2 hat mit den Spielern aus der ersten letzten Endes viel größere Kraftreserven. Die entscheiden auch letzten Endes das Spiel. Es ist schade für uns, wir kriegen ein paar blöde Pfiffe. Aber gut, das passiert als Auswärtsmannschaft, passiert das halt. Das musst du dann halt über deine Leistung bringen. Aber ich möchte trotzdem Lob der Mannschaft aussprechen. Sie hat bis zum Schluss versucht zu kämpfen, ja, um das Spiel eventuell doch noch für uns zu entscheiden. Aber hinten raus hat die Kraft dann leider nicht gereicht. Mit dem Sieg verweist der DRHV 2 die HSG Wolfen auf den 7. Tabellenplatz. Am kommenden Wochenende haben die Jungs von Steffen Thiede spielfrei, bevor am 30. März der Tabellendritte in der Anhalt Arena empfangen wird.